Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 23a und 23b. Und das sind ein Gesetzentwurf und ein Antrag aus der AfD-Fraktion. Der Gesetzentwurf beschäftigt sich mit der Änderung des Atomgesetzes. Die AfD, das ist nicht ganz neu, möchte an der Atomenergie festhalten über das Aprildatum, an dem zudem hier in Deutschland endgültig aus der Atomenergie ausgestiegen werden soll, natürlich hinaus. Und sie hat auch einen Antrag vorgelegt, in dem sie fordert, dass dass neue Brennelemente beschafft werden sollen. Und zwar für die noch im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke in Deutschland. Rainer Kraft aus der AfD-Fraktion wird den Antrag und den Gesetzentwurf jetzt gleich begründen. Er ist Sprecher für Nuklearpolitik und auf dem Weg zum Pult. Ja, verehrter Präsident, werte Kollegen. Über 60 Jahre haben deutsche Kernkraftwerke unser Land sicher, preiswert und nachhaltig mit Strom versorgt. In 15 Tagen soll diese deutsche Erfolgsgeschichte zu Ende gehen. In Bayern geht das Kernkraftwerk Isar 2 vom Netz. 35 Jahre Leistungsbetrieb, in denen 404 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert wurden. Und das entspricht in etwa der gesamten jemals durch Photovoltaik erzeugten Strommenge in Deutschland von nur einem Kernkraftwerk. Von dieser Stelle daher ein herzliches Dankeschön an alle Kernkraftwerksarbeiter, die diese Wohlstandsmotoren möglich gemacht haben. Sofern man eine wohlhabende, wettbewerbsfähige Industrienation sein will und man nicht das Glück hat, geografisch durch Vulkanismus oder mit viel Wasser gesegnet zu sein, muss man seinen zuverlässigen und preiswerten Strom anderweitig herstellen. Und das geschieht dann entweder durch die Verbrennung kohlenstoffhaltiger Substanzen oder durch die Nutzung der Kernspaltung, da Zufallsenergien wie Wind und Sonne mit dem Attribut zuverlässig nicht vereinbar sind. Und alle Nationen weltweit folgen diesem Muster. Es gibt keine Ausnahmen. Die Gesetze der Physik sind stärker als Ideologie. Deutschland ist daher der Geisterfahrer der globalen Energiepolitik. Und nirgends wird das so klar wie in der Frage der Kernenergie. Trotz einer globalen Energiekrise hält die Bundesregierung am Ausstiegsbeschluss fest und will Mitte nächsten Monats 4.000 Megawatt an preiswerter und CO2-armer Leistung aus dem Markt nehmen. Und in 2022 haben diese drei Kernkraftwerke noch rund 32 Terawattstunden an Energie erzeugt. Und diese Energie wird der Industrie und unseren Bürgern im kommenden Jahr bitter fehlen. Um diese Menge an Strom in Deutschland zu erzeugen, müsste man als Ersatz ca. 10.000 Windenergieanlagen erzeugen oder 8 bis 10 Gaskraftwerke. Und da stellen wir die Frage, liebe Regierung, wo sind diese Ersatzbauten? Wo kann ich hinfahren und sie mir anschauen? Wo kann ich hinfahren und sie anlangen? Und dann kommt die Antwort, es gibt diesen Ersatz gar nicht. Im vergangenen Jahr, in 2022, wurden in Deutschland trotz aller Geldverschwendung gerade einmal 213 Windkraftwerke netto errichtet. 213 statt 10.000 Anlagen, die nötig wären, um nur die Energie von 3 verbliebenen Kernkraftwerken zu ersetzen. Und Gaskraftwerke, wie viel wurden gebaut? 0 wurden gebaut, Ersatz wurde nicht geschaffen. Das heißt, Sie nehmen die Leistung vom Netz, ohne dass Sie für Ersatz schaffen. Die Folgen sind weitere Energieverknappung und steigende Preise für den Steuerzahler und Verbraucher. Steuerzahler, die bereits durch die anderen Maßnahmen der Regierung und die Inflation der Gemeinschaftswährung vor dem finanziellen Abgrund stehen. Wie sieht es außerhalb Deutschlands aus? Ja, Sie mögen es abstreiten, aber Kernkraft hat Konjunktur. Frankreich will 14 neue Kernkraftwerke bauen, Polen 6, die Niederlande 2, Tschechien 2, Slowakei 2, Ungarn 2, Vereinigte Königreich 4 und so weiter und so weiter. Man sieht, alle verantwortungsvollen Regierungen kümmern sich um zuverlässigen, preiswerten und grünen Strom für ihre Bürger und ihre Industrie. Und was macht unsere Regierung? Ja, sie nimmt preiswerte und zuverlässige Stromerzeugung aus dem Markt, verheizt mehr teures Gas und die Zeche zahlen am Ende die privaten und industriellen Stromkunden zum Schaden der gesamten Republik. Unser Wirtschaftsminister, er hat auf einen milden Winter gehofft und er hat ihn bekommen. Doch darauf wird er sich nicht immer verlassen können. Die Gasversorgung ist zwar stabil auf hohem Niveau, dennoch basiert sie darauf, dass wir einfach den Entwicklungs- und Schwellenländern das Gas vom Markt wegkaufen. Und die Folge ist, dass Länder in Südasien, wie zum Beispiel Pakistan, angekündigt haben, ihre Energieerzeugung aus Kohlekraft zu vervierfachen.
Die Folge Ihres ideologischen Kernkraftwerksausstoßes ist dann also ein globaler Anstieg der CO2-Emissionen. Und das, obwohl Sie hier immer und immer und immer wieder betonen, dass Ihnen der CO2-Anstieg, der globale, das Allerwichtigste wäre. Na, anscheinend ist das nicht so. Fazit. Nach 20 Jahren Energiewende wissen die Bürger, dass die angeblichen minimalen Mehrkosten der Kugel Eis eine vorsätzliche Lüge waren. Das Versprechen, dass sich außer der Erzeugungsmethode nichts ändert und der Preis und die Zuverlässigkeit gleich bleiben werden, ist entlarvt und durchschaut. Wenn man das Volk aber einfach befragt, was ihm in der Energieversorgung wirklich wichtig ist, kernkraftwerksfreier Strom auf der einen Seite oder preiswerter, zuverlässiger und wirklich grüner Strom auf der anderen Seite, dann ist das Votum des Souveräns eindeutig, nämlich ein eindeutiges Bekenntnis zur Kernkraft. Wenn also Strom und Energie in Deutschland preiswert und zuverlässig sein sollen, wenn unsere Industrie wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen vorfinden soll und wenn unsere Bürger nicht an ihrer Stromrechnung verarmen sollen, dann muss auch diese Nation den Weg der anderen Volksgemeinschaften gehen und für große Mengen an preiswerter, zuverlässiger, moderner und meinetwegen auch CO2-armer Energie zum Wohle des Staates sorgen. Und das bedeutet weiter Betrieb der drei verbliebenen Anlagen, Bestellung neuer Brennelemente und ja, ein Bekenntnis zum Bau von neuen kerntechnischen Anlagen. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Kraft. Rainer Kraft aus der AfD-Fraktion hat Gesetzentwurf und Antrag der AfD zu diesem Thema hier vorgestellt. Und zum Thema bzw. Aspekt preiswerte Atomenergie werden wir sicherlich noch die eine und andere Erwiderung hören. Vielleicht sogar jetzt schon von Jakob Blankenburg aus der SPD-Fraktion. Ich möchte mich einmal direkt an die Urheber des vorliegenden Antrags und Gesetzentwurfs wenden. Ja, ich sehe Sie, werte Abgeordnete der AfD, ich sage es mal ganz frei heraus, Sie können hier noch so viele Anträge stellen, wie Sie lustig sind, aber eins, das bleibt, in zwei Wochen, da steigen wir aus der Atomenergie aus und es war auch richtig so. Als SPD-Fraktion haben wir, unterstützt von den Grünen und der Fraktion Die Linke, lange für dieses Ende der Atomkraftwerke in Deutschland gekämpft. Und selbst die schwarz-gelbe Koalition hat nach anfänglichen Ausstieg aus der Atomenergie schließlich dann doch noch eingesehen, dass es sich bei der Atomenergie um eine nicht beherrschbare Risikotechnologie handelt. Tragischerweise, da braucht es für diese Einsicht aber zunächst die Reaktorkatastrophe von Fukushima. Mit dem sogenannten Streckbetrieb, also dem Weiterbetrieb der Atomkraftwerke bis zum 15. April 2023 statt bis zum Ende des letzten Jahres, da ist die Nutzung der Atomenergie in die Nachspielzeit gegangen. Und anders als im Fußball, da stand der Sieger dieser Nachspielzeit aber schon vorher fest, das waren nämlich die erneuerbaren Energien. Wir hatten uns im Herbst 2022 darauf verständigt, die drei Atomkraftwerke noch ein wenig länger laufen zu lassen als ursprünglich vorgesehen. Damit haben wir ein Sicherheitsnetz für die Energieversorgung im letzten Winter geschaffen. Die gute Nachricht ist aber, wir haben dieses Sicherheitsnetz gar nicht gebraucht. Die zusätzlichen Kilowattstunden aus Atomstrom, die waren nicht notwendig. Es gab keine Energieengpässe im letzten Winter und es wird sie auch im nächsten Winter nicht geben. Denn Deutschland steuert um und stellt konsequent die Weichen für einen schnellen Ausbau der Erneuerbaren. Und ich muss sagen, endlich. Viel zu lange haben wir uns mit Debatten rund um Kohle und Atom herumgeschlagen. Denn dabei war immer klar, dass wir eine klimaneutrale Energieerzeugung, die die Verantwortung gegenüber den zukünftigen Generationen gerecht wird und ernst nimmt, nur mit diesen Erneuerbaren hinbekommen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Kraft? Nein. Die AfD drängt mit ihrem Gesetzentwurf nun aber trotzdem auf einen Wiedereinstieg in die Atomenergie und das nicht übergangsweise, wie Sie uns eben gerade noch weismachen wollten, sondern langfristig. In Ihrem Antrag zur Beschaffung neuer Brennelemente, da sagen Sie nur, es geht um den nächsten Winter, aber schauen wir da mal in den Gesetzentwurf, den wir heute auch mitberaten, dann wird deutlich, was Sie tatsächlich anstreben, nämlich den unbefristeten Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen AKWs Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland und darüber hinaus auch die Reaktivierung und den unbefristeten Weiterbetrieb der längst abgeschalteten Atomkraftwerke Grohnde, Grundmemmingen C und Brockdorf. Und für die Betreiber wird das Ganze garniert noch mit einer Gewinnausfallgarantie für 10 Jahre nach Abschalten des letzten Atomkraftwerks. Bravo, liebe AfD, so werden stabile Geldflüsse für die Atomwirtschaft sichergestellt. Die Folgekosten der Nutzung der Atomenergie, die zahlen aber natürlich weiter die Bürgerinnen und Bürger.
Ein neues Lieblingsargument der AfD für den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke: Atomenergie sei umweltfreundlich, emissionsarm und würde uns dabei helfen, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Aber was Sie da mal vergessen, aber, oder zumindest verschweigen, das sind die Ewigkeitslasten, die diese Energieform mit sich bringt. Im November des letzten Jahres, da waren plötzlich alle ganz erstaunt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat verlauten lassen, die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle würde deutlich länger dauern als bis zum Jahr 2031. Von 2068 ist die Rede. Und wir sprechen hier nur von der Suche und nicht von der Inbetriebnahme eines solchen Endlagers. Die kann sich noch bis zur Jahrhundertwende hinziehen. Das bedeutet auch, die Standorte, an denen jetzt schon Abfälle lagern, die müssen noch viel länger Last tragen als eigentlich gedacht. Statt der ursprünglich geplanten maximal 40 Jahre kann es jetzt locker doppelt so lange dauern oder noch mehr. Und niemand weiß, ob die Lagerbehälter dem überhaupt standhalten. Niemand kann sagen, ob Zwischenlager in der Zukunft Angriffsflächen für Terroristen oder Kriegsherren darstellen. Welche Gefahren atomare Anlagen in Krisengebieten darstellen, das kann man jeden Tag beim Blick in die Ukraine beobachten. All das ist den Autoren des vorliegenden AfD-Gesetzentwurfs aber egal. Worum es ihnen geht, ist vermeintlich günstige Energie. Aber welche Kosten die Nutzung der Atomenergie tatsächlich hat, auch das wird verschwiegen. Sehr geehrte Herren der AfD, Sie argumentieren in Ihrem Gesetzentwurf mit Zahlen der Schweizer Atomlobby. Demnach würde eine Kilowattstunde Atomstrom 4 Cent inklusive AfD-Strom 4 Cent inklusive Kosten für Rückbau und Endlagerung betragen. Diese 4 Cent merken wir uns einmal, denn wenn wir uns jetzt mal Berechnungen des Forums Ökologische Soziale Marktwirtschaft anschauen, dann können Sie an diese 4 noch eine Null dranhängen. Dort sind es Kosten von über 40 Cent pro Kilowattstunde Atomstrom und aus der vermeintlich günstigen Energie wird eine sehr, sehr teure. Für den von der AfD hier vorgeschlagenen Weiterbetrieb der 6 genannten Atomkraftwerke, da würde es auch frische Brennstäbe bedeuten. Damit wächst nicht nur der Berg radioaktiven Mülls weiter an, damit werden auch Kriegstreiber unterstützt. Schließlich sind knapp 40% des Weltmarktes in der Hand russischer und kasachischer Uranbergbaufirmen. All das, was die AfD hier vorschlägt, das lehnen wir ab. Keine Frage, denn es bringt uns nicht weiter. Es ist ein Festhalten an den Lösungen der Vergangenheit, aber was wir stattdessen brauchen, das sind zukunftsfähige Lösungen. Und diese zukunftsfähigen Lösungen, die liefern wir als Ampel. Das können Sie an den Ergebnissen des Koalitionsausschusses aus dieser Woche sehen. Wir beschleunigen die Planungs- und Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien. Wir stärken den Schienenverkehr. Wir fördern klimafreundliche Antriebe im Verkehrssektor. Und wir verbessern die Energieeffizienz und treiben die Energiewende im Bereich Gebäudewärme voran. Liebe Kolleginnen und Kollegen, um im Bild der Nachspielzeit zu bleiben, es sind noch 2 Wochen bis zum Schlusspfiff. Das gefährliche Spiel mit der Hochrisikotechnologie Kernkraft ist dann vorbei, endlich. Aber Ihre Altlasten, die werden uns noch lange weiter beschäftigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Jakob Blankenburg aus der SPD-Fraktion zu den Vorlagen aus der AfD-Fraktion zum Thema Atomenergie. Und es gibt eine Kurzintervention von Rainer Kraft. Darf ich Sie daran erinnern, dass Kommentierungen der Sitzungsleitung Anordnungen an unsere Nassi ziehen können? Nicht? Und wenn ich eine Intervention zulasse, dann müssen Sie bedauerlicherweise hinnehmen. Danke, Herr Präsident. Ich hoffe doch bitte, dass Sie Kasachstan nicht als Kriegstreiber bezeichnen. Schließlich wollen Sie in der Regierung ja von dort das Erdöl für die PCK-Schwed beziehen. Also ich hoffe, dass wir hier diplomatische Verwicklungen umgehen können, wenn wir das vielleicht ignorieren, dass Sie Kasachstan gerade als Kriegstreiber bezeichnet haben. Aber ich will mich kurz fassen. Sie sagten ziemlich sinngemäß, man hätte den Strom aus den Kernkraftwerken in 2023 in der Verlängerung nicht gebraucht. Dann einfach nur die Frage, Fraunhofer-Institut zeigt uns die Stromerzeugung aus Kernkraft im Jahr 2023, 3 Monate, wir haben noch 2 Wochen, betrug 5,7 Terawattstunden. Jetzt frage ich Sie, wenn diese Kernkraftwerke 5,7 Terawattstunden erzeugt haben an Strom in 2023, wie kommen Sie zu der Aussage, dass man das gar nicht gebraucht hätte? Und wer hätte auf diese 5,7 Terawattstunden denn bitte verzichten sollen? Herr Kollege Blankenburg, Sie haben die Möglichkeit zu antworten. Sie erhalten jetzt das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, das mache ich sehr gerne. Herr Kraft, Sie wissen auch, dass wir in den letzten Monaten den Strom, den wir hier in Deutschland nicht gebraucht haben, nach Frankreich exportiert haben, weil genau dort die Atomkraftwerke nicht liefen, weil es dort Probleme mit der Kühlung gab, weil die viel zu alten Reaktoren
viel zu alten Reaktoren dort nicht am Netz waren. Und wir konnten unseren Strom, den wir hier zu viel produziert haben, dorthin exportieren. Und damit können wir dann auch noch mal die Mär, die Sie immer wieder erzählen, dass wir Stromimporteur wären, auch noch mal widerlegen. Wir sind Stromexporteur. Und der Kollege Rinkert wird Ihnen gleich in seiner Rede auch gerne noch mal eine kleine Nachhilfestunde dazu geben. So, damit ist das auch erledigt. Die Erwiderung von Jakob Blankenburg, der übrigens aus dem Wahlkreis 37 kommt, Lüchow-Dannenberg. Da wissen einige sofort Bescheid, wenn es um das Thema Atomstrom geht. Klaus Wiener ist der nächste Redner. Auch er ist Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und Berichterstatter der AG Umwelt seiner Fraktion. Für die Erzeugung, wenn es um den Weiterbetrieb geht, dann reden wir über Grenzkosten. Das müssten Sie sich vielleicht mal angucken. Das Konzept, da geht es nicht um Gesamtkosten, da geht es um Grenzkosten und die sind bei bestehenden Kraftwerken niedrig. Also Ihre Zahlen können Sie komplett vergessen. Worum geht es hier im vorliegenden Antrag? Es geht hier nicht um Vollkosten, es geht um Grenzkosten. So, im vorliegenden Antrag der AfD geht es um den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke und die Bestellung von Brennstäben. Gefordert haben wir als Fraktion das ja auch schon vor einem Jahr und auch heute Morgen haben wir das in der Debatte noch mal zu den Energiepreisbremsen bestätigt. Ich will aber auch noch mal ganz ausdrücklich sagen hier, dass wir das nicht aus Begeisterung für diese Technologie tun, sondern aus Sorge um den Klimaschutz. Wir alle wissen um die Unsicherheiten, die mit der Kernkraft verbunden sind. Deshalb haben wir in den letzten Monaten auch nie für einen Wiedereinstieg geworben, so wie Sie das ja auch zum Schluss noch mal gemacht haben, sondern immer nur für einen zeitlich begrenzten Weiterbetrieb. Und hier entscheiden wir uns auch von der Positionierung der AfD. Wir sind offen für Weiterentwicklung und empfehlen auch dringend, zusammen mit unseren anderen europäischen Partnern an der Weiterentwicklung der Technologie zu forschen. Wir sehen aber keine Zukunft für die Kernkraft auf Basis der aktuellen Technologie. Deshalb können wir Ihrem Gesetz und Ihrem Antrag auch nicht zustimmen. Ein zeitlich begrenzter Weiterbetrieb der Kernkraftwerke, die wir ohnehin haben, nochmal Grenzkosten, ja, wären aus Klimaschutzgründen aber zu vertreten, damit wir wirklich sicher durch diese Energiekrise kommen. Eine Krise, die trotz aller Bekundungen der Ampel längst nicht überwunden ist. Sie brüsten sich immer wieder damit, dass wir gut durch den Winter gekommen sind. Zuletzt wurde uns das im Rahmen der Regierungserklärung des Bundeskanzlers noch mal in einer derart epischen Breite vorgetragen, dass Kritiker schon von einer Regierungsverklärung sprechen. Aber wie viel hat das mit der Realität zu tun? Sind wir wirklich gut durch den Winter gekommen? Auf den ersten Blick vielleicht. Ja, Blackouts hatten wir nicht, aber den hatten auch keine anderen Länder um uns herum. Und ja, die Gasspeicher wurden aufgefüllt, aber auch dazu bedurfte es keiner besonderen Talente. Mit Steuergeld, mit sehr viel Steuergeld, lässt sich eben auch in einer Krise ausreichend Gas beschaffen. Die Länder des globalen Südens, die damit brutal aus dem Markt gedrängt wurden, die fanden das nicht so witzig. Hier ging es zum Teil um existenzielle Sorgen. Etwas genauer hingeschaut sieht man aber, dass die Vorzeichen in der gewerblichen Wirtschaft unverändert auf Sturm stehen, also von wegen gut durch den Winter gekommen. 20% Gas wurden eingespart, aber doch nicht freiwillig. Dahinter stehen oft brutale Produktionskürzungen, gerade in den energieintensiven Industrien. Die Zahl der Insolvenzen ist zum ersten Mal seit 2009 wieder gestiegen, Tendenz steigend, und namhafte Firmen mit einer langen Geschichte am Standort Deutschland stellen Produktionslinien ein oder verlagern Aktivitäten ins Ausland. Ich habe das hier vor 2 Wochen an dieser Stelle schon mal gesagt und wiederhole es heute. Wir müssen uns nicht länger vor einer Deindustrialisierung fürchten. Die haben Sie durch Ihr völlig einseitiges Denken und Handeln längst aufs Gleis gesetzt. Ganz ehrlich, wenn Sie so weitermachen, brauchen wir mindestens 16 Jahre, um die wirtschaftlichen Schäden wieder zu reparieren. Was ist da zu tun? Klar, wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen, und weil Gas aus Russland dauerhaft ausfällt, müssen wir das schnell machen. Genau deshalb haben wir gestern ja hier auch einen Antrag zum beschleunigten Ausbau von Solarenergieanlagen ins Parlament eingebracht. Aber bei allem Bemühen, der Ausbau wird Zeit brauchen, er wird Geld erfordern, viel Geld, und er braucht Fachkräfte, die wir nicht genügend haben, Stichwort demografischer Wandel. Seien Sie daher ehrlich. Bei allem guten Willen, den ich Ihnen durchaus unterstelle,
Ein Scheitern ist möglich. Die Energiewende wäre nicht das erste Projekt, das in Deutschland scheitert. Und Sie selbst lernen das ja auch gerade schmerzlich. Die Ziele zum privaten Wohnungsbau aus dem Koalitionsvertrag vom letzten Jahr, wenn ich daran erinnern darf, die haben Sie schon mal krachend verfehlt. Und auch in diesem Jahr werden Sie die Ziele nicht einhalten. Aber gerade weil ein Scheitern möglich ist, können Sie doch nicht einfach alles auf eine Karte setzen und dann in 10 Jahren sagen, oh, sorry, es hat leider nicht geklappt. Das wäre eine Katastrophe für den Industriestandort Deutschland und damit für unseren Wohlstand. Denn vieles, was jetzt dicht gemacht wird oder abwandert, das kommt ganz sicher nicht zurück. Unmittelbar nach Kriegsbeginn im letzten Jahr hätten Sie Ihre Politik umstellen müssen, und zwar auf Pragmatismus pur. Nur so wären Sie der Dimension der Krise gerecht geworden. Und dazu hätte eben auch gehört, schon damals einen Beschluss für einen befristeten Weiterbetrieb der bestehenden Kernkraftwerke zu fassen. Das wäre im Frühjahr 2022 noch leicht möglich gewesen. Sie haben sich gegen diesen Weiterbetrieb entschieden. Mit einem Prüfvermerk, das will ich ja an dieser Stelle auch noch mal deutlich sagen, mit einem Prüfvermerk, der handwerklich schlecht gemacht war. Aber seien Sie versichert, sollten Sie mit Ihrem Projekt klimaneutraler Wohlstand, ja, mit dem Projekt klimaneutraler Wohlstand scheitern, werden die Wählerinnen und Wähler Sie zu gegebener Zeit daran erinnern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wiener. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Jan-Niklas Giesenhus, Bündnis 90 Die Grünen. Und er ist Sprecher für nukleare Sicherheit und auch umweltpolitischer Sprecher der Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mal mit einer positiven Nachricht anfangen. Ich bin dieser Bundesregierung sehr dankbar, dass wir es geschafft haben, in diesem Winter die Energieversorgung zu sichern. Wir haben mit einem Stresstest eine gute Grundlage dafür gelegt, haben danach gehandelt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Gasspeicher immer über 63% gefüllt waren. Wir haben die Grundlagen dafür geschaffen, die Erneuerbaren unter Hochdruck auszubauen und haben es damit geschafft, diesem Land, den Menschen in diesem Land zu garantieren, dass in diesem Winter die Energieversorgung gesichert geworden ist. Was hat die Union währenddessen gemacht? Die Union und auch die AfD an deren Seite hat Angst vor Blackouts geschürt. Und Herr Wiener hat ja gerade aufwendig versucht, sich da rauszureden mit ziemlichen rhetorischen Verrenkungen, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr Problem ist doch, Sie wollen nicht Atom oder Kohle, Sie wollen Atom und Kohle. Und deswegen ist Ihre Politik schlecht für das Klima und schlecht für die Sicherheit. Und das ist die Unglaubwürdigkeit an dieser Stelle der Union in der Energiepolitik. Ich bin sehr froh, dass wir die Grundlagen dafür geschaffen haben, dass die Versorgung gesichert ist und dass wir damit jetzt ermöglichen, den Ausstieg aus der Atomenergie. Und ich persönlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin sehr glücklich darüber, dass wir jetzt diesen Schritt machen. Der Atomausstieg bedeutet für uns nämlich mehr Sicherheit. Kollege Blankenburg hat gerade noch mal darauf hingewiesen, Fukushima, Tschernobyl haben uns demonstriert, was für ein Riesenrisiko die Atomenergie für unsere Sicherheit ist. Wir sehen im Moment in Saporischschja, wie Atomkraft zur Kriegswaffe wird. Und deswegen bin ich froh, dass wir mit dem Atomausstieg einen großen Schritt in Richtung mehr Sicherheit gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befreien uns aber auch mit dem Atomausstieg. Wir befreien uns von Unsicherheiten und wir befreien uns vor allem von Abhängigkeiten. Wir sind nämlich durch die Atomkraft massiv abhängig von Importen. Auch hier hat Kollege Blankenburg darauf hingewiesen, von irgendwelchen Despoten. Und wir sehen hier wieder mal, wie die AfD der Ukraine, die sich tapfer verteidigt gegen einen Aggressor Russland, wie die AfD dieser Ukraine mit diesem Antrag einmal mehr in den Rücken fällt. Denn mehr Atomkraft heißt mehr Abhängigkeit von Russland, meine Damen und Herren. Russland verdient 1 Milliarde Euro pro Jahr mit dem Uranhandel, füllt damit ihre Kriegskasse. Und auch seit dem Krieg sind wieder Brennelemente aus Russland in die EU importiert worden. Hören wir auf, Diktatoren zu fördern, steigen wir aus der Atomenergie. Und setzen wir den Endlagerkompromiss nicht aufs Spiel, sondern
Sorgen wir für den Ausstieg, damit wir auch endlich den Endlagerkompromiss zum Ziel führen können und ein Endlager finden können. Von daher, meine Damen und Herren, Atomkraft ist teuer, unsicher und störungsanfällig. Und deswegen glaube ich, dass der 15. April 2023 als guter Tag in die Geschichte eingehen wird für unsere Sicherheit, für unsere Unabhängigkeit. Und lassen Sie uns dann auch die nächsten Schritte gehen und auch die Urananreicherung in Gronau und die Brennelementefertigung in Lingen schließen, um den Atomausstieg dann auch wirklich zu vollenden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gesenhus. Ja, Niklas Gesenhus war das aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Sprecher für nukleare Sicherheit. Und ihm folgt jetzt Ralf Lenkert aus der Linksfraktion. Er ist Sprecher für Energie und Klimaschutz. Unter anderem. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, das Märchen vom billigen Atomstrom wird auch bei der achten Wiederholung nicht wahr. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat erst letzte Woche nachgerechnet, dass Atomstrom mit seinen Folgekosten die teuerste Energieversorgung für Deutschland wäre. Aber das Leugnen von Fakten ist Standard bei der AfD. Es ist hochriskant, dass der AfD-Antrag die Atomgefahren ausblendet. So, als hätte es Tschernobyl und Fukushima nie gegeben. Bis heute gibt es weltweit keine Lösung für den Atommüll. Außerdem kommen 56% des für Brennstäbe angereicherten Urans aus Russland. Die AfD stört das nicht, aber es ist gefährlich für die Versorgungssicherheit. In Frankreich stehen die Atomreaktoren mehr, als sie laufen. Immer wieder bilden sich Risse in Sicherheitsteilen. Kühlwasser fehlt. Die Reaktoren mussten zur Sicherheit abgeschaltet werden. Ignorant, wie sie ist, will die AfD die Atomkraftwerke mit dem technischen Stand der 80er Jahre auf unbestimmte Zeit weiterlaufen lassen. Geht's noch? Und dann will die AfD den Kraftwerksbetreibern auch noch fette Milliardengewinne bis 10 Jahre nach Stilllegung zuschanzen. Unglaublich. Seit einem Jahr schürt die AfD die Angst vor einem Blackout. Es gab keinen. Jedoch mussten in Frankreich mit seinen vielen Atomkraftwerken in diesem Winter Unternehmen wegen Strommangels die Produktion runterfahren. Deutschland verhinderte mit seinen Stromlieferungen die massiven Stromausfälle des Atomlandes Frankreich. Das passiert, wenn man auf alte Atomkraftwerke setzt, und das ist die Realität. Kolleginnen und Kollegen, ich habe echt keine Lust, zum 9., 10. oder 40. Mal die Zeit mit Atomfantasien zu verschwenden. Diskutieren wir endlich über ein Energiekonzept, das Versorgungssicherheit garantiert, das klimaneutral und sozialverträglich ist. Und da, ja, nicht von der, das liegt nicht vor von der AfD. Von der AfD liegt Schwachsinn vor, ohne technische Kenntnisse. Insofern sollten Sie erst mal die Physik lernen und dann anfangen, nachzureden. Und ich muss feststellen, allerdings muss ich feststellen, dass der jetzt entwickelte Netzentwicklungsplan nicht funktionieren wird. Und das Problem ist, dass man ihn eben den Netzbetreibern überlässt, die diesen nach Gewinnmaximierung aufgestellt haben und nicht nach Erfordernisse. Denn trotz guter Ausbaupläne für Wind und Photovoltaik fehlen Energiespeicher und Reservekraftwerke für Dunkelflauten. Stromimporte sollen laut Netzbetreibern diese Lücken schließen. Und das sage ich Ihnen als Techniker voraus. Das wird Probleme geben, denn die Netzbetreiber setzen bei den Importen auf die alten französischen Atomkraftwerke, die dann noch 20 Jahre älter sind. Und das ist unverantwortlich. Verfolgen Sie also besser unseren Vorschlag zu neuen Reservekraftwerken, die mit Wasserstoff und Bioenergie bei Flaute Strom und Fernwärme liefern. Trennen wir die Stromgebotszonen für mehr regionale Stromerzeugung. All das wären richtige Schritte und zielführender als das weitere Träumen von Atomfantasien. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Sagt Ralf Lenkert aus der Linksfraktion, wo er Sprecher für Energie und Klimaschutz ist. Und der nächste Redner in dieser Debatte, die sich mit zwei Vorlagen aus der AfD-Fraktion zur Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken beschäftigt, ist Konrad Stockmeier aus der FDP-Fraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich ahne, was jetzt gleich passieren wird. Schauen wir mal, ob es so kommt. Für die FDP-Bundestagsfraktion darf ich an dieser Stelle feststellen, dass wir in der Tat einen befristeten Weiterbetrieb der 3 sich noch im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke in Deutschland, auch inklusive einer einmaligen Bestellung neuer Brennelemente, für sinnvoll gehalten hätten. Aber als reife Demokraten
Ja, der Applaus von Ihrer Seite wird Ihnen noch vergehen, weil wir diesen Standpunkt ganz anders einbetten, als Sie das tun. Und wir als Freie Demokraten sind in der Tat auch davon überzeugt, dass die Reihenfolge des Ausstiegs aus den bestehenden Kern- und Kohlekraftwerken in Deutschland mit Hinblick auf das Klima zumindest sehr, sehr fragwürdig ist. Wir hätten es außerdem auch für sinnvoll gehalten, die preisdämpfenden Effekte, die sich aus einem möglichen Weiterbetrieb mit neuen Brennelementen ergeben hätten, dass diese preisdämpfenden Effekte, ich komme gleich auf die Kosten, Sie übersehen da nämlich was, dass diese preisdämpfenden Effekte einer einmaligen Brennelementebestellung außer Acht gelassen werden. Aber wir gehen mit den demokratischen Mehrheiten in diesem Hause im Gegensatz zu Ihnen reif um und sind auf der Suche nach konstruktiven Lösungen. Ich darf an dieser Stelle für die Freien Demokraten auch feststellen, dass wir der Meinung sind, dass die Kernkraftwerke mindestens bis zur vollständigen Substitution des russischen Erdgases durch andere Quellen, das ist voraussichtlich im Frühjahr 2024 durch sehr erfolgreiche Maßnahmen der Ampelkoalition der Fall, dass bis dahin diese Kernkraftwerke zumindest reaktivierbar bleiben sollten. Und darüber hinaus sind wir durchaus auch offen gegenüber einer sehr, sehr gründlichen und auch alle Sicherheitsaspekte berücksichtigenden Erforschung, beispielsweise der Kernfusion oder von mir aus unter Umständen auch den Small Modular Reactors, wobei da das Interessante ist, und da kriegen wir den Schwenk zu sehr guter FDP-Politik, wobei da das Interessante ist, dass da ja auch viel privates Kapital reinfließt. Denn was Sie, ja, aber jetzt kommt die Sache, wo Sie halt auf der Autobahn zur Unvernunft sind, denn Kollege Lenkert, ich habe auch kein Problem damit, da eine inhaltliche Übereinstimmung mit der Linksfraktion mal festzustellen und auch mit Ihnen, Kollegen. Kollege Lenkert hat festgestellt, dass die konventionelle Kernkraft eben alles andere als billig ist. Und das blenden Sie in Ihrem Antrag völlig aus. Und da gehen wir völlig unterschiedliche Wege. Mit Hinblick auf Frankreich darf ich noch mal darauf verweisen, dass die Électricité de France dieses Jahr zwar ungefähr mit einer Produktion zwischen 300 und 330 Terawattstunden kalkuliert, das ist schon mehr als letztes Jahr, aber dass aufgrund der Wartungswelle die ehemaligen 380 Terawattstunden in weite Ferne gerückt sind, die werden nicht mal für 2030 prognostiziert. Und das ist auch etwas, was man im Dialog mit den europäischen Partnern, auch mit den Neubauplänen, ganz sachlich fragen kann. Die Kostensituationen, die sind in allen Ländern explodiert. Flamanville 2 war mal mit einem niedrigen einstelligen Milliardenbetrag kalkuliert. Wir steuern da jetzt ungefähr, oder die Franzosen steuern auf ungefähr 20 Milliarden zu. Also mit anderen Worten, es ist ja auch bezeichnend, dass in solche Projekte eben kein privates Kapital reinfließt. Das sind lauter Aspekte, die Sie in Ihrem Antrag völlig ausblenden. Warum sollte es ausgerechnet in Deutschland gelingen, sowas wesentlich günstiger zu projektieren? Da habe ich erhebliche Zweifel. Deswegen setzen die Freien Demokraten auf einen breiten Technologiemix. Kollege Wiener von der Union, nein, wir setzen eben nicht alles auf eine Karte, sondern auf eine Vielfalt von Technologien, sei es Wasserstoff, sei es Geothermie, seien es noch weitere Verbesserungspotenziale bei Wind und Solar, selbstverständlich auch die Digitalisierung und marktgetriebene Energieeffizienz. Es ist die ganze Vielfalt der Technologien und die damit einhergehende Risikostreuung, die zu einer guten und klimaneutralen Energieversorgung in diesem Lande führen wird. Das ist genau das, was Sie überhaupt nicht auf dem Radar haben. Und deswegen werden wir für die Energieversorgung in diesem Lande vieles tun, aber Ihren Anträgen sicherlich nicht zustimmen. Vielen Dank. Konrad Stockmeier aus der FDP-Fraktion, und auch er hat noch mal auf die Rechnung hingewiesen, die man dem Atomstrom zugrunde legen sollte. Jetzt ist der nächste Redner dran, Alexander Engelhardt aus der Unionsfraktion. Auch er, wie so die meisten in dieser Debatte, Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. So heißt er komplett. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute debattieren wir wieder einmal über den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken in Deutschland. Wir alle müssen akzeptieren, dass die Ampelkoalition diese politische Realität so geschaffen hat. Kritikwürdig ist diese Entscheidung allemal. Über die Politik dieser Bundesregierung
schrieb Medio Pioneer kürzlich, dass sie nicht so als progressiv oder konservativ, nicht rot, grün oder gelb, sondern auffällig häufig unseriös ist. Diese Feststellung kann ich nur unterstreichen und möchte noch unehrlich hinzufügen. Denn ehrlich betrachtet ist es, egal wie stark der Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung beschleunigt wird, völlig unrealistisch, dass wir die Stromproduktion in den nächsten 4 Jahren so stark steigern, um auf die Atomkraft verzichten zu können. Hinzu kommt der wachsende Strombedarf durch die grüne Transformation. Allein die chemische Industrie braucht jedes Jahr zusätzlich mehr grünen und bezahlbaren Strom, als wir derzeit insgesamt in Deutschland verbrauchen, um klimaneutral produzieren zu können. Aktuell tut die Bundesregierung allerdings nichts dafür, dass Industrieproduktion überhaupt noch bei uns stattfinden wird. Das ist auch eine Variante, Spannungsfelder und Herausforderungen zu lösen. Unseriös heißt auch unglaubwürdig. Liebe Grüne, Sie verspielen mit Ihrer Politik Ihre Glaubwürdigkeit als Klimaschutzpartei in einem atemberaubenden Tempo. Ihre Politik ist ein Frontalangriff, wie es WWF bezeichnet, auf das von unserer Regierung hart erarbeitete Klimaschutzgesetz. Die Umweltverbände sind fassungslos über Ihre Politik. Es ist doch klimapolitische Schizophrenie, auf Kohleverstromung zu setzen und dafür saubere Kernkraft abzuschalten. Und das nur aus parteipolitischem Kalkül, die Seele der grünen Basis nicht zu erschüttern. Dafür haben Sie aber ein Beben ausgelöst, das unserem ökonomischen Fundament Risse zugefügt hat. So bleibt Ihnen nur noch, verstärkt auf Gaskraftwerke zu setzen. Aber erklären Sie mal Ihren Wählern, was für ein ökologisches Fiasko die schwimmenden Flüssiggasterminals sind. Nicht zuletzt möchte ich auf das von der Anti-AKW-Lobby oft angeführte Argument des Atommülls kommen. Ja, die Endlagerfrage ist aktuell noch ungelöst. Wir befinden uns aber in einem austarierten Verfahren, über das ein breiter Konsens besteht und das uns zu einer guten Lösung führen wird. Der temporäre Weiterbetrieb der noch laufenden AKWs würde angesichts des schon vorhandenen Abfalls einen Anteil unter 1% ausmachen. Dieser Promillebereich kann kein ernsthaftes Argument gegen den temporären Weiterbetrieb von Atomkraftwerken sein. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Gesenhus? Gerne. Das verlängert auch Ihre Redezeit. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich finde ja schon interessant, dass ausgerechnet Sie als Union hier so Krokodilstränen vergießen, was den Klimaschutz angeht. Wenn Sie in Ihrer Regierungszeit mal gehandelt hätten beim Klimaschutz, dann wären wir jetzt in einer ganz anderen Situation. Wir haben an ganz vielen Stellen Ihre Brocken aufgeräumt, das wieder aufgeräumt, was Sie uns hinterlassen haben, und haben es trotzdem geschafft, in diesem Winter die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig den Turbo gezündet für die erneuerbaren Energien. Jetzt frage ich Sie, welchen Teil tragen Sie eigentlich dazu bei, dass wir unsere Klimaziele erreichen? Wann überzeugen Sie endlich Ihren Ministerpräsidenten Kretschmer in Sachsen, dass wir den Kohleausstieg 2030 auch im ostdeutschen Raum hinbekommen? Und vor allem, da spreche ich auch Sie ganz persönlich an, wann sorgen Sie endlich dafür, dass auch in Bayern Windenergieanlagen und Netze gebaut werden, damit wir unsere Klimaziele einhalten können? Herr Wiesnus, danke für Ihre Frage. Wir haben unsere Klimaziele eingehalten. Wir haben das Klimaschutzgesetz erfüllt. Ja, Sie haben Ihre Ziele komplett verfehlt. Und anstatt dass Sie gegensteuern, schaffen Sie einfach das Gesetz ab. Das ist grüne Politik. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Der Kollege Wiener hat es vorher schön erklärt oder dargestellt, wie Deutschland die Führungsrolle übernommen hat, wie weit wir sind in erneuerbaren Energien. Das haben die letzten 16 Jahre bewirkt. Im Moment geht relativ wenig vorwärts. Ja? Also Sie hängen in Ihren Zielen überall hinterher und erreichen nahezu nichts. Bayern ist weit vorne in der erneuerbaren Energien, fast überall Platz 1. Ja? Schauen Sie mal das grün regierte Bundesland Baden-Württemberg an. Seit 11 Jahren grün regiert, überall hinter Bayern. Ja? Machen Sie erst mal Ihre eigenen Hausaufgaben in der grünen Politik und dann kommen Sie wieder hierher.
Für Promille wird nur der Sekt sorgen, mit dem die Büros grüner Abgeordneten am 15. April auf das Ende der Atomkraft in Deutschland angestoßen wird. Im Rest der Republik wird diese Entscheidung eher für einen dauerhaften Kater sorgen. Die Zeit ist vorbei, sich als Klimaschutzkoalition feiern zu lassen. Der 15. April wird nicht als positives Ende der Kernkraft in Deutschland in die Geschichte eingehen, sondern als klimapolitisches Fiasko und Beginn der Deindustrialisierung Deutschlands. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Daniel Rinkert, SPD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! Ein altes chinesisches Sprichwort lautet: Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Die Mitglieder der Ampel gehören, um es ganz klar zu sagen, zu den Menschen, die Windmühlen oder, um es etwas zeitgemäßer auszudrücken, Windräder bauen und den Ausbau erneuerbaren Energien massiv vorantreiben. Sie von der AfD gehören zu den Menschen, die lieber Mauern bauen und damit den Fortschritt in Richtung Klimaneutralität, Modernisierung und somit dem zukünftigen Wohlstand unseres Landes im Wege stehen. Die Nutzung der Kernenergie ist weder fortschrittlich noch sicher. Da ist auch der richtige Weg, dass Deutschland die letzten verbliebenen Atomkraftwerke abschaltet und einen neuen, nachhaltigen und bezahlbaren Weg der Energieerzeugung eingeschlagen hat. Im Gegensatz zur AfD gucken wir nach vorne und nicht nach hinten. Wir stehen Fortschritt und Innovation positiv gegenüber und halten ein Zurück in die Vergangenheit für den falschen Weg. Der Fokus muss weiterhin mit großem Tempo auf dem Ausbau erneuerbarer Energien bleiben. Denn diese versorgen uns nur nicht nur sicher mit Strom und Wärme, sondern leisten einen enorm wichtigen Beitrag für den Klima, für das Klima und den Umweltschutz. Die Nutzung der Energie aus Sonne und Wind ist zudem deutlich wirtschaftlicher geworden als der Bau neuer fossiler Kraftwerke. Allein im Jahr 2021 erreichte beispielsweise der Anteil erneuerbarer Energiequellen am gesamten Kapazitätsausbau im Stromsektor weltweit über 80%. Allein in Deutschland haben wir 9.000 Megawatt Solarenergie zugebaut. Das zeigt doch, dass die erneuerbaren Energien zu einem wichtigen Treiber für Wirtschaftswachstum und Wohlstand geworden sind. Dabei brauchen wir das neue Deutschlandtempo. Die Beschleunigung von Planungsverfahren ist eine der wichtigsten Stellschrauben, an denen wir weiter drehen werden, um den reibungslosen Ausbau der erneuerbaren Energien zu gewährleisten. Gleichzeitig müssen wir Abhängigkeiten minimieren, damit der Hochlauf der erneuerbaren Energien nicht von externen Faktoren durchkreuzt werden kann. Gerade bei der Photovoltaik und dem Aufbau eigener Produktionskapazitäten für Solarmodule liegen noch große Potenziale. Das enorme Nachfragewachstum bietet die Chance einer regionalen Ausweitung der Lieferketten in der Solarindustrie und damit die Schaffung einer erheblich größeren Resilienz gegenüber globalen Krisen und Konflikten. Allein aus ökonomischen Gründen sollten wir Produktionskapazitäten im Bereich der Schlüsseltechnologien wie der Produktion von Solarkomponenten zügig wieder in Europa und Deutschland ansiedeln, denn der Markt wird in den kommenden Jahren rasant wachsen. Und dass die Energiewende dezentral und erneuerbar gelingen kann, zeigt meine Heimat, der Rhein-Kreis Neuss, mitten im rheinischen Revier. Denn neben der konventionellen Energieerzeugung waren wir auch immer schon Vorreiter bei Innovationen. Sei es mit dem Windtestfeld in Grevenbroich oder dem Flächen-PV, das wir schon in den 90er Jahren hatten in meinem Heimatdorf, oder jetzt eben mit dem neuen Innovationspark für erneuerbare Energien in Jüchen. Mit dem eingeleiteten Ende der Braunkohleverstromung, das machen wir nämlich auch, stehen ehemalige Kraftwerksflächen zur Verfügung, die nun einer neuen Nutzung zugeführt werden können. In dieser Region kann also die Energie der Zukunft produziert werden, klimaneutral und kostengünstig. Solche Chancen müssen wir ergreifen und mutig vorangehen. Wir brauchen Fortschritt statt Rückschritt. Wir brauchen den Einstieg in neue Technologien statt Festhalten am Alten. Wir brauchen erneuerbare Energien statt teure und unsichere Atomenergie, die selbst die Energiekonzerne nicht mehr bauen wollen. Vielen Dank.
Und das war Daniel Rinkert aus der SPD-Fraktion in dieser Debatte, in der es nochmal um die Änderung des Atomgesetzes geht und um die Beschaffung neuer Brennstäbe für die laufenden Atomkraftwerke. Das Ganze auf Vorlage und Wunsch der AfD-Fraktion. Wir haben den letzten Redner am Pult in dieser Debatte zu eben diesem Thema, Bernhard Herrmann aus der Fraktion Bündnis 90 Grüne, und er ist Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. In zwei Wochen werden die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet, und damit stärken wir die nukleare Sicherheit Deutschlands. Eine atomare Katastrophe kann nie mit 100%iger Sicherheit ausgeschlossen werden, außer wir schalten alle AKWs ab. Das sehen wir auch gerade mal wieder in Frankreich, wo ständig neue Risse in AKWs entdeckt werden. Im Februar erst musste das AKW Pongli heruntergefahren werden. Dort wurde ein Riss gefunden, der 15 cm lang und 23 Meter tief ist, bei einer Rohrwandstärke von 27 mm. Dieser Riss wurde noch gerade rechtzeitig erkannt. Da hatten wir Glück, denn er war an einer Stelle, wo auch AKW-Experten diesen nicht erwartet hätten. Befürworter der Atomkraftwerke behaupten dann immer schnell, dass deutschen Ingenieuren bei der Sicherheit der Kraftwerke schon nicht solche Fehler unterlaufen würden, eben als Ingenieur. Aber sage ich Ihnen, das ist vollkommener Blödsinn. Es ist gefährliche Hybris. Man kann Fehleinschätzungen nie zu 100% ausschließen. Ein Restrisiko bleibt, und wenn das Restrisiko eine nukleare Katastrophe nach sich zöge, ist jegliches Restrisiko zu groß. Der Antrag der AfD ignoriert in zynischer Art und Weise die Gefahren des nuklearen Risikos vollständig. Er ignoriert auch die Realität bei den AKW-Betreibern. Der Chef von EnBW betont, dass eine Laufzeitverlängerung mit vielen Problemen verbunden wäre. Die Brennstäbe seien aufgebraucht, so viel Personalplanung und, Herr Stockmeier, auch Rückbaumaßnahmen seit langem auf den Termin ausgerichtet. Er schaut weg von Kohle und Atom nach vorn, hin zu den Erneuerbaren. Die AfD aber schürt mit dem Antrag bewusst Ängste um den Bedarf von Atomkraft irgendwie doch noch herbeizureden. Dabei ist die Energieversorgung sicher. Das haben wir schon letzten Winter gesehen. Die Gasspeicher sind jetzt noch zu 64% gefüllt. Für das Winterende ein sehr hoher Wert. Die Strom- und Gaspreise im Großhandel sind auf Vorkriegsniveau angekommen. Das wird sich mehr und mehr auch bei den Haushaltskunden niederschlagen. Ja, aber auch der nächste Winter kommt. Und darum sorgt die Ampelkoalition vor mit beschleunigtem erneuerbaren Zubau, Netzausbau, stärkerer Energieeffizienz und nicht immer mit Freude. Wir suchen das Augenmaß mit LNG-Terminals. Atomkraftwerke aber braucht es schlichtweg nicht. Wir setzen stattdessen auf günstige, sichere und nachhaltige Lösungen. Schon heute produzieren erneuerbare Energien fast die Hälfte des deutschen Stroms. Sie sind viel wichtiger für die Versorgungssicherheit und preisgünstige Energie. Das ist weitgehend eine Phantomdebatte, die Atomdebatte mittlerweile in Deutschland. Die größte EEG-Novelle hat die Ampel schon letztes Jahr beschlossen. Und mit neuen Solar- und Windstrategien des BMWKs werden wir die letzten Hürden nehmen. Dann werden wir in wenigen Jahren ein Stromsystem mit 80% Erneuerbaren sehen. Die Energiezukunft ist erneuerbar und klimaneutral. Die Energiezukunft ist dezentral. Die Energiezukunft ist in Bürgerhand. Und die Energiezukunft ist frei von Atomkraft. Ich danke, dass ich die wohl letzte Rede vor dem Aus der AKWs halten durfte. Herzlichen Dank. Bernhard Herrmann, und er hat es mir ein bisschen aus dem Mund genommen, denn ich wollte sagen, das waren die mutmaßlich letzten beiden neuen Vorlagen zum Thema Atomenergie in Deutschland. Mitte April werden die Kraftwerke Neckar-Westheim 2, Isar 2 und Emsland abgeschaltet, die letzten noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland. Und das ist dann das Ende einer Ära, aber es ist noch lange nicht das Ende der Endlagerung des Atommülls.